Auch geil. So, hier gehen wir lieber besser mit dem Schwert in der Hand durch die Gegend. Langsam, langsam. Hast du eine Einladung? Nein. Nein. Dann geht's hier nicht weiter. Du bist wohl neu hier. Warum besuchst du nicht erstmal die Taverne Schädelbruch? Ein bisschen Bier und Geplauder sind doch eine schönere Aussicht, als hier rumzustehen und von mir nicht eingelassen zu werden. Und glaub mir, ohne eine Einladung werde ich niemanden zu Lago lassen. Na gut. Haben wir noch was zu futtern im Inventar? Ja, Kuchen. Waren das nicht eben... Waren das mal mehr? Das ist ja fast wie die Brettläufer. Fangen die einmal an zu kämpfen, ist man tot. Ah, fuck. So sollte es jetzt eigentlich nicht gehen. Jetzt haben wir noch einen. Ah, die Klinge. Naja. Gut, die sind auch erledigt. Hier sind überall Schlösser vor. Wir gehen also weiter geradeaus. Wieder Rabensymbol. 8. Kennen wir doch schon. Wen haben wir hier? Oh, hallo. Ach, normaler Bürger. Den haben wir hier. Oh, hallo. Nein. Schild lesen. Ah, einer. So, auch erledigt. Haha. Na, so haben wir ja nicht gewettet. Oh, hallo. Oh, hallo. Ja, ich will die Krieger durchsuchen. Da wäre ein Schädelbruch. So, wo soll die jetzt sein? Zimmer, Zimmer, Zimmer. Lagos, Kapelle, Zimmer, Katakomben, Taverne. Gerade Mauergreifer gesehen.
Geht doch. Ich höre irgendwie noch ein paar davon. Gut, ich schätze mal, da geht's nicht zur Taverne. Palasttor, also hier geht's zum Palast. Na gut. Noch nur wenige Schritte bis zum. Ich hab gerade noch was gesehen. Turmgreife durchsuchen. Fünf. Nö. Aber hier können wir die Turmgreifer mal kurz erledigen. Da kommt er. So langsam gehen sie mir auf den Keks. Sag ich doch. So, was finden wir hier? Wenn man hier schon rübergehen kann. Alter Schlot. Alten Schlot betreten. Nee, den möchte ich noch nicht betreten. Da aber noch nicht wissen, was wir hier unten machen sollen. Ja, gut. Das sieht interessant aus, was wir hier noch machen müssen. So, hier soll irgendwo eine Tür sein. Hier aber keine Tür. Danke fürs Beseitigen der Greifer. Als Zeichen unserer Dankbarkeit darfst du kostenlos die Plattform benutzen. Ah. 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 Aha. Die Plattform kann genutzt werden. Geil. Ja? Lass uns fahren. Plattform benutzen. Ich dachte, es geht nach oben. Keine Pflanze. Ups, wo gehe ich denn hin? Nee. Ja? Lass uns fahren. Plattform benutzen. Geil. So. Wo ist diese blöde Taverne? Immer den Treppen folgen, hat man gesagt, ne? Taverne. So einfach ist das. So, hier kommen wir uns erst. Ich weiß nicht. Oh, doch, hallo? Sprechen. Ich habe von ihr gehört. Vielleicht kann sie uns helfen. Sie könnte zusammen mit uns draufgehen, das könnte sie. Psst, wir wissen doch noch gar nichts über sie. Dann finden wir es heraus. Verzeihung, aber wer bist du? Ich bin Scarlett. Ich bin Scarlett. Scarlett! Du meinst die Scarlett?
Dein Ruf eilt dir voraus, um es mal so zu sagen. Also wir sind alles, was vom Widerstand übrig geblieben ist. Die, die Glück hatten. Die, die davongekommen sind und das Morden in der Nacht der Klinge überlebt haben. Wenn du nach Hilfe suchst, dann suchst du am falschen Ort. Den Widerstand gibt es nicht mehr. Du kommst zu spät. Ihre Mut anzweifeln, Rebellen aufrütteln, gehen. Ihr wollt euch also für immer hier verstecken? Du sprichst, als wolltest du dich beweisen. Solange aber der Doge und seine dunklen Verbündeten die Stadt in ihrer Gewalt haben, gibt's nicht viel Hoffnung. Wir können sie nicht verletzen, aber wir können sie stechen. Daher kannst du Folgendes für uns tun und für die Stadt. Im Hafen ankert ein Schiff, bis oben hin beladen mit Schwarzpulver. Der Teufel allein weiß, wozu es verwendet werden soll. Aber es kann nichts Gutes sein. Geh zum Hafen. Er liegt hinter der Werft. Und geh aufs Schiff, wenn die dämlichen Wachen ihre Pause machen. Jag das Schiff in die Luft. Jag alles in die Luft. Damit wirst du Leben retten. Komm zurück, wenn du erfolgreich warst. Wir sind kaum im Arsenalbezirk. Da geht's auch schon gleich wieder in die nächste Region. So, was haben wir hier? Oh, hallo. Die haben wir schon gesprochen. Ich bin hier aufgewachsen, weißt du? Hab die guten alten Tage erlebt, als ich jünger war und nicht Schicht auf Schicht im Trockendock schieben musste. Also, was willst du? Seine Geschichte anhören über seine Arbeit. Erzähl mir von den guten alten Tagen. Ah, damals. Meine Kumpel haben mir die Docks und Tavernen gezeigt und wie ein flinker Junge ein oder zwei Dukaten am Tag verdienen kann, indem er durch die steilen Straßen des Arsenals sprintet. Wir hielten uns für gewitzt und wagemutig und unterboten daher die größeren Jungs, die 3 Dukaten oder mehr für einen einzigen Botengang verlangten. Ich glaube, ich bin nie glücklicher gewesen als damals. Heute hat die Gier des Dogen längst alles ruiniert. Ich erkenne diesen magischen Ort meiner Kindheit nicht wieder. Wenn sich eine Gelegenheit bieten würde, dann würde ich dieser verkommenen Stadt sofort den Rücken kehren. Ja, genau, ihn für die Kupfermine werden. Könntest du dir vorstellen, in den Bergen zu arbeiten? In den Bergen? Wie meinst du das? Nochmal, aber in einem Dorf nicht weit von hier sucht ein Minenarbeiter ein paar starke Kerle, um eine Kupfermine wieder zu eröffnen. Klingt nach harter Arbeit, aber die bin ich gewohnt. Und alles ist besser, als für Largo zu schuften. Ich werde diesen Minenarbeiter besuchen und ein paar meiner Freunde werden mich sicher begleiten. Kupfer. Warum nicht? Ja, können wir Wir ziehen bald los in die Berge. Na gut. Ausruhen? Nein. Können wir mit dem Wirt sprechen? Wirt ansprechen. Alles so ruhig heute. Sieht gut aus. Der ist ja richtig. Der ist ja richtig motiviert, der Junge. Etwas bestellen, so Fistos, Lago, Taverne. Wir fangen. Erzähl mir was über den Schädelbruch. Ah je. Was soll ich sagen? Ich bin umgeben von den Gescheiterten, den Geflohenen und den Enttäuschten. Kein Wunder, dass die Dinge hier manchmal außer Kontrolle geraten und mein Haus dann seinem Namen alle Ehre macht. Und kein Wunder, dass auch ich ein paar Spuren abbekommen habe. Wer kann mir helfen, wenn ich mit Lago sprechen muss? Ich muss mit Lago sprechen. Ja, vielleicht. Aber Lago muss nicht mit dir sprechen. Solange du keine Empfehlung oder so bei dir trägst, kannst du dir das aus dem Kopf schlagen. Siehst du die schweigsame Frau da drüben? Im Gegensatz zu dir kann sie sprechen, mit wem sie will. Doch besonders hilfsbereit ist sie nicht. Wenn du Lago einen Besuch abstatten willst, musst du sie überzeugen. Aber das wird keine leichte Aufgabe. Netter Vorbau. Ja. Nach Hast Sophistos du von einem Mann namens Sophistos gehört? Na klar. Allerdings habe ich ihn in letzter Zeit gar nicht mehr hier gesehen. Ich glaube, er hat eine Bleibe in dem alten Schlot, wo er Forschung oder irgend sowas anbaut. Lago weiß sicher auch über ihn Bescheid. Er weiß alles über jeden, der im Arsenal lebt. Ich möchte etwas bestellen. Wein? Fleisch? Können wir ihm was andrehen? Ach egal, verkaufen wir später. So, reden wir mit der Tussi hier noch. Lass mich allein. Die Frau mit dem großen Vorbau. Weißt du etwas über einen Mann namens Sophistos? Ich weiß sehr viel.
Aber warum sollte ich mein Wissen mit dir teilen? Warte, Brief geben. Ich habe einen Brief für dich. Ein Brief? Zeig ihn mir. Oh nein. Er auch noch? Jetzt wurden alle niedergestreckt. Entweder war die Person, die dir diesen Brief anvertraute, sehr verzweifelt, oder sie wusste, dass man dir vertrauen kann. Aber ich werde nicht wagen, herauszufinden, was davon stimmt. Meine Urteilskraft hat mich schon zu viele Male im Stich gelassen. Du scheinst nicht gerade in bester Stimmung zu sein. Ich habe viel von dir gehört. Komm mir nicht zu nah. Nicht, wenn du nicht willst, dass Victor weiß, dass du hier bist. Victor ist mein Meister. Das war nicht immer so. Ich war einmal anders. Aber ich war auch blind. Den einzigen, der mir je etwas bedeutete, habe ich dabei verloren. Er starb an einem dunklen Ort. Schmerzvoll. Und all das durch meine Taten. Unsere letzten Worte wurden im Zorn gesprochen. Ich werde so etwas nie mehr geschehen lassen. Wo ist ihr toter Mann? Wo genau ist dein Mann gestorben? Was hilft es dir, das zu wissen? Er starb am finstersten Ort dieses dunklen Bezirks. In einem Raum tief in den Katakomben. Oh, warum konnte ich ihm nicht mehr sagen, dass ich ihn niemals verraten wollte? Gut, jetzt heißt, wir müssen mit dem Toten reden. Ganz unten tief in den Katakomben. So. Ich würde sagen, hier oben noch ansprechen und dann mache ich eine Aufnahmepause. Sieht gut aus. Wie konnte es bloß jemals so weit kommen? Die Prinzessin war unser großer Hoffnungsschimmer. Unser Licht in der Dunkelheit. Wie sie sich diese Verbündeten suchte. Diese falschen Verbündeten. Jetzt ist sie das Werkzeug des Dogen. Und unser Land ist verflucht und verlassen. Und wir sind hier gestrandet. Nur wir drei Flüchtlinge haben überlebt. Der Schriftgelehrte, ich selbst und Akbar, der unten in der Werft arbeitet. Zumindest sind wir sicher, jetzt wo wir in Venedig sind. Was für eine Arbeit hattest du damals? Ich war eine Händlerin. Und eines Tages, wenn alles vorbei ist und unser Land wieder von seinen Fesseln befreit, dann werde ich erneut eine Händlerin sein. So, dann warnen wir sie jetzt nochmal vor. Ihr seid nicht länger sicher. Die Prinzessin ist jetzt in Venedig. Was? Oh nein! Jemand muss Akbar warnen. Wir können die Taverne nicht verlassen. Das wäre viel zu gefährlich. Bitte, geh zur Werft. Sie ist auf der unteren Ebene. Sprich mit Akbar. Er muss sich sofort verstecken. Machen wir auch noch. Aber nicht mehr diese Aufnahme. Lass mich allein. In dieser entmutigenden Zeit wünsche ich keine Gesellschaft. So, das war's jetzt. Würde ich sagen, wir verlassen mal kurz diese Taverne noch. Und dann mache ich ein Aufnahmepäuschen, würde ich so behaupten. So, Spiel wurde gespeichert. Ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und sage Tschüss.